Ja, hallo. Als erste Frage würde ich Sie bitten, sich mal kurz vorzustellen und auch das Projekt, das Sie hier auf der Zero Project Conference präsentiert haben. Ich bin Frank Hoffmann aus Deutschland und repräsentiere das Projekt Discovering Hands, welches den besonders guten Tastsinn von blinden und sehbehinderten Menschen für die medizinische Diagnostik nutzbar macht. Wie funktioniert das? Blinde und Sehbehinderte haben aufgrund ihrer Behinderung die Notwendigkeit, andere Sinnesqualitäten besser zu entwickeln. Und der Tastsinn ist besonders gut geeignet, um beispielsweise im Bereich der Brustkrebsfrüherkennung eingesetzt zu werden. Ich selbst bin Gynäkologe und habe vor Jahren die Idee gehabt, das eine mit dem anderen zu verbinden. Medizinische Tastuntersucherinnen finden bereits Tumoren zwischen 6 und 8 Millimetern in der Brust, während wir Ärzte üblicherweise irgendwo bei 1 und 2 Zentimetern erst fündig werden. Das ist gerade beim Brustkrebs von großer Bedeutung, weil der kleine Tumor, der jüngere Tumor normalerweise ist und eben nicht so viel Zeit hatte, seine Zellen in den Körper zu schicken. Denn Brustkrebs wird erst durch die Aussaat in den Körper gefährlich, nicht der Knoten in der Brust tötet, sondern die Metastasen. Was sind Ihrer Meinung nach die 3 Vorteile, die dieses Projekt so erfolgreich machen, oder die 3 Gründe? Blinde machen aus einer Behinderung eine Begabung und erfüllen damit eine Tätigkeit in einem Bereich, in dem sie nicht konkurrieren, sondern den sie nur selbst ausfüllen. Die Sicht auf Behinderung ändert sich bei den Patientinnen und auch die Sicht auf die Vorsorgemaßnahmen ändert sich. Denn die gut 30-minütige Untersuchung, die die MTU der Patientin anbietet, schafft eine Umgebungssituation und ein Setting, was man sonst in der Medizin nicht so ohne weiteres findet. Zum Dritten wird die Brustkrebsfrüherkennung besser werden, denn es wird ermöglicht, den kleineren Tumor zu finden, was die Überlebenschance, wenn ein Brustkrebs auftritt, sicher erhöhen wird. Wenn man jetzt daran denkt, dieses Projekt international umzusetzen, was wären so die Herausforderungen, die Sie dabei sehen? Bis jetzt sind wir nur in Deutschland vertreten, haben allerdings sowohl das Ausbildungskurriculum wie auch das Geschäftsmodell des Sozialunternehmens Discovering Hands gut definiert und sind relativ einfach in der Lage, in einem 1:1 Skalierungsschritt diese Dinge jetzt nach Österreich zu bringen, denn wir müssen die ganzen Materialien ja nicht übersetzen. Zum anderen ist es natürlich entscheidend wichtig, auch in einem anderen Land, so wie Österreich, die entscheidenden und die zuverlässigen Partner zu finden. Mit SEBUS, der Blinden- und Sehbehindertenschule in Wien, haben wir den ersten Partner bereits an Bord. Im Oktober wird das erste Train-the-Trainer-Programm stattfinden. Und dann braucht es natürlich trotzdem noch Menschen oder Organisationen, die bereit sind, im Social Franchise die Verantwortung für das Sozialunternehmen selbst vor Ort zu übernehmen. Natürlich in Absprache mit Discovering Hands Deutschland und unter Begleitung und unter Zurverfügungstellung aller der Dinge, die wir bereits für Deutschland entwickelt haben. Als letzte Frage noch, was sind Ihre Impressionen von der Zero Project Conference und auch vor allem, was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft? Zero Project ist ein unglaublich inspirierender Hintergrund, eine Plattform. Wenn man sich überlegt, wie viele engagierte Menschen und wie viele zielführende Projekte gleichzeitig unterwegs sind. Wenn man gleichzeitig dann sieht, wie gut die sich miteinander vernetzen, das ist das eine. Wenn man auf der anderen sieht, wie eben nicht nur die Gleichstellung, sondern auch die Nutzung von Stärken von Menschen mit Behinderung in den Vordergrund gebracht wird, ist das, glaube ich, eine sehr hoffnungsspendende Aktivität und ein hoffnungsspendendes Projekt. Super, danke vielmals.